Rassistische Polizeigewalt ist nicht bloß in den USA. Wir finden sie überall, überall, wo weiße Dominanz präsent ist, überall, wo schwarze Menschen leben und überall, wo soziale Gerechtigkeit hinten runterfällt. Das heißt, wir müssen hier auch hier gegen rassistische Polizeigewalt auf die Straße gehen, Widerstand leisten. Rassismus tötet. Nicht nur in den USA, sondern überall. Auch hier in Deutschland. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Kämpfe vereinen und gemeinsam gegen Rassismus kämpfen. Insbesondere auch gegen den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, in den Behörden und in der Polizei. Mumia Abu-Jamal steht für den Widerstand in den USA, aber auch weltweit. Er ist einer von vielen verfolgten Aktivistinnen in den USA, die für soziale Gerechtigkeit eintreten, gegen ein rassistisches System eintreten und nach wie vor eine Ikone ist der schwarzen Befreiungsbewegung in den USA. Auch hier in Deutschland, weltweit, finden wir rassistische Polizeigewalt. Und deswegen mobilisieren wir auch hier in Deutschland gegen rassistische Polizeigewalt. Kommt alle zahlreich, lasst uns viele werden. Black Lives Matter, Free Mumia, Free Them All.